house. Also dann. Leer. Erst Dalfit, dann Gwyneth und jetzt Leer. Wer weiß, wie viele andere noch. Hier ist mehr im Argen, als wir vermutet haben. Das Beste wäre zu verschwinden. Seraphin und die 10.000 Gold zu vergessen. Warum bin ich noch hier? Vielleicht bin ich durcheinander, weil ich zu oft eins auf den Kopf bekommen habe. Nicht darüber nach. Das kann ich nicht. Wir kennen die Stadt. Sie ist... Kellogg, dafür ist jetzt keine Zeit. Diesen Stadtteil habe ich noch nie gesehen. Haben wir da etwa etwas Interessantes entdeckt? Das
nennst du Schwertkunst? In den Kreis. Wird erledigt. Anscheinend müssen wir noch ein Feuer anzünden. Ja. Was? Probier's mit einer Flamme. Für dich? Zünde es mit einem Brandfeuer! Für dich? Alles. Alles. Versuch mal, das anzuzünden. Wird erledigt. Suchst doch nur nach einem Grund dafür. Ach, eben noch. Alles.
Warte, Caddock. Ich möchte wirklich nichts Wertvolles zurücklassen. Ich war ein Abenteurer. Ich habe mich am Fluss Leer zur Ruhe gesetzt, zwischen den großen Städten Dive. Des Königs. Was macht ihr hier? Wir arbeiten für den Oberbürgermeister von Dyfed. Söldner! Ha. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Was ist hier geschehen? Wie sieht es denn aus? Wir sind 3 Wochen lang belagert worden. Dasselbe haben sie auch in Dyfed getan. Sie haben die Gefangenen im Botenfluss aufwärts geschafft. Ja, wir haben heute eine Bootsladung gerettet. Wirklich? War die Tochter des Oberbürgermeisters dabei? Blasse Haut, dunkles Haar, nuttig angezogen. Sagt mir jetzt nichts, aber ich hatte zurzeit andere Sorgen. Die Überlebenden wurden in die Schenke zur Roten Maid gebracht, wo auch der König ist. Wir kennen die Schenke. Nuttig angezogen? Das sagt die Richtige. Das ist nicht nuttig, sondern strategisch platziert. Hört sich an, als wäre da vorne das Übliche los. Explosionen und gründliches Zerstörungswerk. Denkt ihr einfach, so werden wir immer arbeitsfähig. Also los. Ha!
immer mit einem Boot. Ein Heiltrank. Ich erkenne kaum etwas wieder. Gehen wir auf so ein Gebäude. Mal sehen, was wir von dort sehen.
Das war's. Wo soll ich ihn jetzt hin? Thank you.
Das sieht nicht gut aus, Elara. Zerstörung überall und kein Zeichen der Bürger. Ich denke, Seraphine weiß noch immer mehr, als sie sagt. Versprich mir nur, dass du sie nicht verprügelst, wenn wir sie finden. Wir werden... Varga gegen Minotaurus? Ist du nicht der Kobold, dass du für mich schaust? Thank you.
dachte, die wären ausgestorben. Dachte ich auch. Könnte Spaß machen, einen von denen zu erledigen. Sowas kannst nur du sagen, Elara. Wenn der Schiff nach vorne fällt, können wir eine ganze Armee erledigen. Klar. Und was machen wir, wenn er nach hinten fällt? Die Rote Maid. Hier versteckt sich der König von Lien. Halt! Wer? Da! Freunde von Lien, wir suchen den König. Und die Leute aus Dyfed, die er gerettet hat. Er musste weg. Nicht mehr sicher. Treppe hinauf. Übers Aquädukt. Dort ist er. Sagt ihm. Sagt ihm, ich diene ihm. Sieben Götter mögen dich segnen und die Götter dich warm halten. Na komm, alter Mann. Weiter geht's. Bis.
und mal hier nicht. Diesen König finden. Schnell. Absolut. Bevor die ganze Stadt über ihn zusammenbricht. Und uns. Das Aquädukt? Worauf wartest du, alter Mann? Ich. Der König mit seinen Leuten. Suchen wir einen sicheren Weg nach unten. Ich bin
Dann mach die Lorne, das ist gut, die Fritze. Langsam, Jungs. Ihr wollt nicht gegen uns kämpfen. Wir sind auf eurer Seite. Wir wollen zum König. Lasst sie durch. Was haben wir schon zu verlieren? Also, was führt Krieger wie euch in die zerfallenden Mauern von Leer? Blutdurst? Gier? Wollt ihr die Gebeine der Toten plündern? Wir suchen ein Mädchen. Ein Mädchen? Die Welt bricht um uns herum zusammen und ihr sucht ein Mädchen. Der Oberbürgermeister von Dyfed hat uns ausgeschickt, seine Tochter zu suchen. Pfui! Söldner! Lumpen wie ihr haben diese Hölle über uns gebracht. Meine Stadt zerstört, meine Leute versklavt. Verwechselt uns mit den Vaga. Oder den Minotaurus-Bull. Marionetten, Werkzeuge. Sie dienen einem Mann, einem verräterischen Söldner. Man nennt ihn Anuvin. Anuvin? Diesen Namen habe ich schon gehört. Ja, er war ein Drachenjäger, nicht wahr? Ja, jahrelang wurde Lyra und das Umland von einem großen schwarzen Drachen geplagt, der in den Ruinen der Stadt Kalamor hauste. Ich heuerte Anuvin an für viel Geld, um das Untier zu töten. Ich gab ihm sogar eins von Lyras mächtigsten Artefakten mit, den Totenstein, in der Hoffnung, er würde ihnen helfen. Anuvin wagte sich mit seinen Gefährten in die Tiefen von Kalamor. Man hat nie wieder von ihnen gehört, ebenso wenig von dem Drachen. Wir glaubten, Anuvin sei gefallen, als er die Bestie tötete. Ich ließ das untersuchen. So erfuhren wir, dass Anuvin überlebt hatte. Er hatte Kalamor zu seiner Festung ausgebaut. Dort hatte er eine Armee von Minotauren und Varga und anderen üblen Kreaturen gesammelt. Ich bedauere eure schwierige Lage, aber wir suchen nur das Mädchen. Ist sie hier oder nicht? Ja, sie ist hier. Meine Leute haben sie heute Morgen gerettet. Giselle. Mein Vater schickt euch? Uns schickt der Oberbürgermeister von Dyfed. Ja, das ist mein Vater. Dein Vater? Ja. Da schuldet uns jemand eine Erklärung. Gut.
Dann komm mit uns, Mädchen. Wir bringen dich nach Hause. Aber die Leute hier, sie brauchen Hilfe. Wir sind nur deinetwegen hier. Mit ihnen haben wir nichts zu tun. Komm jetzt! Aber... Was willst du von uns, verdammt nochmal? Wir sind nicht hier, um die Welt zu retten oder eine brennende Stadt. Wir sind keine Helden. Nein. Nein, das seid ihr nicht. Kedok, wir können nicht einfach gehen. Das bringt uns nichts ein, Elara. Das ist Selbstmord. Nein, das ist Völkermord. Könnt ihr dem Mädchen ihr Sicherheit gewähren, bis sie nach Dyfed zurückkehren kann? Oh, ich... Ja, ich werde tun, was ich kann. Gut. Wenn ihr das hier überlebt, baut uns ein Denkmal oder sowas. Ein großes. Aus Gold, wenn ihr noch welches habt. Ich... Die Götter mögen euch segnen. Euch beide. Kalamor liegt flussabwärts von hier. Der Hafen ist ganz in der Nähe. Dort dürftet ihr noch etwas Fahrtüchtiges finden. Meine Mutter hat immer gesagt, ich sollte mich nicht mit dir rumtreiben. Langsam verstehe ich warum. Deine Mutter meinte auch, du solltest Tischler werden. Würdest du lieber... Tränke bauen, als dies hier zu tun? Möchtest du die Antwort wirklich hören? Und Schilde.
Heiltrank. Gut. Okay, und los geht's. Da haben wir ja die Meisterin der Täuschung. Dir ist klar, dein Leben ist verwirkt. Und diesmal halte ich sie vielleicht nicht zurück, Seraphine. Ihr dürft mir nicht zornig sein. Ich wollte euch nicht betrügen, aber es war nötig. Nötig? Wieso? Ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Ihr würdet nie etwas aus Nächstenliebe beginnen. Ihr werdet nie freiwillig ausgezogen, um Anuvin zu vernichten. Nicht ohne Aussicht auf Bezahlung. Also täuschte ich euch, hoffend, dass ihr, wenn ihr all diese Verzweiflung mit eigenen Augen seht, helfen würdet. Der König hat also recht. Wir waren deine Puppen. Und du willst Anuvin erledigen. Warum? Was hast du mit ihm zu tun? Sagen wir, der König von Lir ist nicht der Einzige, den Anuvin verraten hat. Ist das alles? Die mächtige Seraphine, eine verschmähte Frau? Verschmäht oder nicht, ich konnte ihn nicht alleine besiegen. Aber meine Magie und eure Fähigkeiten, gelenkt durch die Macht des Totensteins. Mein Bauch sagt mir, wir sollten hier einfach abhauen. Aber wir haben wohl ein gemeinsames Ziel. Ihr tut es also? Vernichtet Anuvin? Ja, wir tun es. Aber nicht für dich. Das Warum spielt keine Rolle. Nur die Tat. Kommt. Wir wollen unseren Pakt mit dem Austausch von Kräften besiegeln.